Ja, wie reagieren die Leute auf mich? Grundsätzlich kann ich sagen, dass der größte Teil der Leute die Straßenseite wechseln. Es sollte sich niemand einen American Bulldog holen, der diesen nur als Statussymbol haben möchte. Ich bin Ricardo, das sind Elvis und Pippi. Ich habe drei Leidenschaften in meinem Leben. Das ist das Bodybuilding, meine Familie und meine Hunde. Und um die Hunde soll es heute gehen. Wie ist meine Leidenschaft zu Hunden entstanden? Im Alter von 10, 12 Jahren hatte ich Kontakt zu einem Tierheim, wo ich dann die Hunde, die dort abgegeben wurden, ausgeführt habe, spazieren geführt habe, trainiert habe, gesäubert habe, gefüttert habe. Und somit ist die ganze Sache halt entstanden. Mein erster Hund war aber dann gleich auch ein Rottweiler, das typische Bild eines sogenannten Kampfhundes. Im Laufe der Jahre folgten dann englische Bulldogge, Old English Bulldog, Boxer, Bull Terrier und so weiter. Und somit ist die Liebe zu dieser Rasse oder zu diesem Typ Hund entstanden. Unter anderem war auch kurzzeitig ein Bull Terrier dabei. Der typische angepriesene Kampfhund in den Medien. Aber aus meiner Erfahrung macht aus einem Hund, egal welcher Rasse, macht nur der Mensch eine Kampfmaschine und nicht der Hund selber. Also es liegt nicht in den Genen von den Hunden. Sicherlich kann man es herauskitzeln, aber grundsätzlich ist für mich jeder Hund gleich. Und letztendlich hat sich aus der ganzen Reihe von diesen Hunderassen die Vorliebe oder die Liebe zum American Bulldog entwickelt. Und ja, jetzt sitzt er hier. Angefangen hat alles mit Elvis, circa 2,5 Jahre. Und danach kam halt die Kleine entstanden aus meiner Hundemacke, die ich habe. Und natürlich auch als Begleiter für Elvis, damit die sich beide ja auch selber verständigen können untereinander und Spaß haben können. Ja, und ich habe keinen Tag diese Entscheidung bereut, weil wir drei sind einfach so ein tolles Gespann geworden und haben sozusagen ein Rudel gebildet, das in meinen Augen keiner auseinanderbringen kann. Ja, der Charakter von dem American Bulldog hat mir sehr imponiert, weil er halt sehr meinem Charakter ähnelt. Sehr, sehr starkes Auftreten durch seine Statur und natürlich dadurch auch selbstbewusst strahlt er aus. Ja, im Grunde kann man sagen, harte Schale, weicher Kern. Also ich nenne meinen Großen immer den sanften Riesen und ja, also das passt völlig zu ihm. Wie würde ich das Wesen beurteilen vom American Bulldog? Also für mich ein sehr toller Familienhund, sportlich, einsetzbar, belastbar und trotzdem immer sehr ausgeglichen und er strahlt einfach Ruhe aus. Ja, wieder unterscheiden sich meine beiden Löwen. Pippi aufgrund ihres Alters natürlich noch sehr quirlig und spritzig, kann man sagen. Elvis eher der Ruhige, der jetzt auch für sie halt den Ruhepol ausstrahlt. Und zusammen ist es eine tolle Kombi. Und ja, ich freue mich, dass ich die beide zusammen geholt habe, beziehungsweise erst den einen, dann den anderen. Und ja, sind tolle Hunde. Ja, was bedeuten meine Hunde für mich? Ja, speziell in der Wettkampfvorbereitung, wenn ich mich auf einen Wettkampf vorbereite, geben die mir einfach den Ruhepol oder die nötige Ruhe. Weil wenn ich den beiden zugucke, es reicht nur, wenn ich mit den beiden spazieren gehe und die beiden toben und machen und tun. Das bringt mich einfach ein bisschen runter und ja, ich kann auch mal in der Wettkampfvorbereitung dann abschalten und meinen Kopf frei bekommen. Da helfen die beiden mir ganz doll und ja, ist schon toll, die beiden dann zu haben in der Zeit.
Ja, das Gleiche auch im Beruf. Wenn man mal einen stressigen Tag hatte oder einen ärgerlichen Tag, wo ziemlich viel schiefgelaufen ist. Wenn man dann nach Hause kommt und wird halt freudig von den beiden begrüßt, dann ist die Welt einfach wieder in Ordnung. Das Thema Hundeerziehung. Gerade bei dieser Rasse bringt es gar nichts, irgendwas mit Druck zu probieren oder mit Druck in diesen Hund einzuhämmern, sage ich mal. Meine Erfahrung ist einfach, mit Liebe und Konsequenz erreicht man das meiste. Wer sollte sich einen American Bulldog zulegen? Auf jeden Fall gehört eine Menge Hundeerfahrung dazu, denn diese Rasse braucht eine erfahrene Hand, eine konsequente Hand und natürlich auch eine liebevolle Hand. Und derjenige sollte natürlich viel Zeit für den Hund haben, um mit ihm zu trainieren und natürlich auch ihm die nötige Aufmerksamkeit und Beschäftigung zu geben. Wer sollte sich keinen American Bulldog holen? Es sollte sich niemand einen American Bulldog holen, der diesen nur als Statussymbol haben möchte. Wer diesen Hund nur als Statussymbol haben möchte, der sollte die Finger von diesem Hund lassen, aber der sollte auch generell von jedem anderen Hund die Finger lassen. Ja, wie reagieren die Leute auf mich? Grundsätzlich kann ich sagen, dass der größte Teil der Leute die Straßenseite wechseln, weil erstmal ich durch mein Äußeres und dann noch die Hunde natürlich ein gewisses Klischee erfüllen. Und ja, da wechselt der ein oder andere gerne mal die Straßenseite. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Es gibt sicherlich auch schwarze Schafe, aber grundsätzlich sollte man einfach die Vorurteile erstmal beiseite lassen. Ich selber würde mir wünschen, dass die Leute einfach mal ein bisschen offener sind und halt nicht immer gleich diese Vorurteile auf jeden Menschen oder Hund abwiegen. Natürlich gibt es auch positive Beispiele, wo man den Leuten auch wirklich erklären kann, dass das keine Kampfhunde sind, sondern grundsätzlich so wie jeder Hund auch. Und da gibt es halt für mich sowieso keine Unterschiede. Was halte ich von der Rasseliste? Grundsätzlich finde ich eigentlich, dass sie völlig am Ziel vorbeigeht. Für mich gibt es da eigentlich nur eine ganz einfache Lösung. Der Ursprung liegt immer am Halter und es sollten die Halter kontrolliert werden und nicht die Hunde. Grundsätzlich liegt mir am Herzen, einfach mit diesen Vorteilen aufzuräumen, sodass eventuell die Leute eine andere Einstellung zu dieser Rasse oder diesen Rassen haben. Die einzige Lösung ist, dass diejenigen, die solche Rassen besitzen, einfach keine Angriffsfläche mehr für die Medien bieten und jeder einfach sich um seinen Hund vernünftig kümmert. Vernünftig heißt vernünftig erziehen und offen für Gespräche sein. Das alleine reicht. Denn kein Hund hat aufgrund seiner Herkunft oder seiner Rasse verdient, so verurteilt zu werden. Also ich kann wirklich sagen, aufgrund dessen, dass ich jetzt schon viele Rassen kennenlernen durfte und selber halten konnte, dass diese beiden Hunde absolut perfekt zu mir passen, aufgrund ihres Charakters sowieso und natürlich aufgrund ihres Wesens natürlich auch. Ich bin mir sicher, dass auf jeden Fall der American Bulldog mein weiteres Leben bestimmen wird und auch in Zukunft mein treuer Begleiter sein wird. Wenn ihr das Projekt Bull & Bully unterstützen wollt, dann schaut direkt im Shop vorbei. Ich hoffe, euch hat mein Beitrag gefallen. Ich bin alles andere als kameraerfahren und ich hoffe, ich konnte ein bisschen mit dem Vorurteil dieser Rasse gegenüber aufräumen und vielleicht sogar den einen oder anderen davon überzeugen, dass dieser Hund kein Kampfhund ist. Wer so toll mitgemacht hat, hat sich auch eine Belohnung verdient. Ich hatte den einen oder anderen Patzer dabei, aber scheißegal. Ich kann drüber lachen und ich hoffe, ihr könnt auch drüber lachen. Ja, so hat sich die ganze Sache entwickelt. Ja, das ist doof. Sorry. Und um die Hunde soll es heute gehen. Ja, das war doof. Heute
entgleitet der, den Halter dieser Hund. Nee, das war nicht gut. Und hat ein. Ist doof. Nee. Mach ja nicht wieder so kompliziert. Und. Das war doof. Ja, so hat sich die ganze Sache entwickelt. Ja, das ist doof. Sorry. Leiser. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mega. Manchmal treffe ich in den letzten Satz. Das